Hallo vom Fensterbrett des Küchengartens. Heute geht es mal wieder um meine Orchideen. Viele von euch haben mich gefragt, wie ich denn die Blütenstängel meiner Orchideen schneide. Und dazu möchte ich euch heute gerne mehr erzählen. Es wird kurz, es wird rassig und am besten legen wir gleich los. Um euch das Ganze besser erklären zu können, habe ich mir hier 4 Exemplare meiner Orchideen bereitgestellt, anhand derer ich euch zeigen möchte, wie ich persönlich die Blütenstängel meiner Orchideen beschneide. Hier vor mir seht ihr die einfachste Variante, ganz klassisch. Diese Orchidee hat sogar 2 Blütenstängel, wo die Blüten hier schon vertrocknet sind. Sie werden jetzt abfallen, man kann sie auch ganz leicht einfach selbst lösen. Der Blütenstängel selber ist bis runter an den Ursprung komplett durchgetrocknet. Das heißt, da ist kein Saft mehr drinnen, kein Leben. Und solche Blütenstängel schneidet man so nah am Ursprung wie möglich mit der Schere ab. Natürlich braucht ihr, um mit Orchideen zu arbeiten, nicht unbedingt eine eigene Orchideenschere. Ich bevorzuge sie trotzdem aufgrund der sehr kurzen Schneide. So kommt man nämlich auch an unwegsame Stellen, wo Blattwerk in der Nähe ist, was ich ja nicht verletzen will, sehr gut heran. So, auch den zweiten Stängel habe ich nun direkt am Ansatz abgeschnitten. Das kann nun auf den Kompost. Beim nächsten Exemplar, das ich hier in einem Wasserglas habe, weil es nach dem Kauf war diese Orchidee etwas gestresst und geschädigt. Deswegen habe ich sie aus dem Substrat rausgenommen und peppel sie hier in diesem Wasserglas wieder auf. Wer dazu das Video gern sehen möchte, wie ich das mache, ich verlinke es euch hier oben in der Ecke. Hier ist es so, sie hat 2 Blütenstängel. Einer, hier sieht man, sind die Blüten gerade am Vertrocknen und auch der Stängel fängt an der Oberseite schon einzutrocknen. Solange so ein Blütenstängel noch einen dunklen Bereich hat, also einen mit Nährstoff und Wasser versorgten Bereich, ist es möglich, diesen Stängel einzukürzen, und zwar oberhalb eines Blühknotens. Die Blühknoten, ich zeige euch das hier in der Nahaufnahme, sind so Verdickungen am Stängel, die in regelmäßigen Abständen vorkommen. Hier unten ist noch einer. Und aus diesen Blühknoten können wieder frische Stängel herauswachsen, die dann Blüten tragen können. Besonders gut bewährt hat sich hier, dass man oberhalb des dritten Blühknotens den verblühten Stängel einkürzt und hofft, dass aus einem dieser Blühknoten wieder ein neuer Blühstängel, der Blüten trägt, herauswächst. Genau an derselben Orchidee könnt ihr auch sehen, wie das Ergebnis ausschauen könnte. Also man hat nicht immer eine Garantie, dass ein neuer Blühstängel herauswächst. Aber hier ist der ursprüngliche Blühstängel, den ich hier oberhalb des dritten Blühknotens abgeschnitten habe, und daraus hat sich ein neuer Stängel gebildet, der auch wieder 2 wunderbare Blüten trägt. Durch das Abschneiden des Haupttriebes oberhalb eines Blühknotens könnt ihr die Blüte eurer Orchidee um einiges verlängern, denn so muss sie keine Kraft und keine Zeit aufwenden, um einen komplett neuen Blütentrieb zu bilden, sondern wenn ihr Glück habt und bei guter Pflege, blüht die Orchidee aus demselben Trieb noch einmal aus der Seite heraus. Diese Blütenstängel, die ich oberhalb des dritten Blütenknotens abgeschnitten habe, lasse ich einfach so lange stehen, bis sie ebenfalls anfangen zu vertrocknen. Und dann schneide ich sie an der Basis ab. Ich hoffe, ich konnte einige oder die meisten der Fragen zum Beschneiden der Blühtriebe einer Orchidee für euch beantworten. Wenn es noch Fragen gibt, dann schreibt ihr mir doch gerne in die Kommentare und ich bemühe mich,
auf alle von euren Kommentaren zu antworten und das, was ich über die letzten Jahre über Orchideen gelernt habe, an euch weiterzugeben. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, viel Freude mit euren Orchideen und würde mich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!